Berichte über Ricarda Lang und auch Kevin Kühnert kann man ja mittlerweile so zusammenfassen, ist, wenn die Realität auf Aussagen von Politikern trifft. Eine neue Studie des IFO-Instituts hat jetzt nochmal ganz deutlich gemacht, arbeiten lohnt sich in vielen Fällen meistens doch nicht mehr. Denn in dem Zusammenhang hat man festgestellt, dass vor allem viele Punkte hier mit den Abstimmungen der unterschiedlichen Behörden hier zum Nachteil auch der Bezieher bzw. der Arbeiter führen kann, wo man ganz klar sagen kann, da hat man vielleicht 1-2 Euro mehr in der Tasche, muss aber 40 Stunden dafür arbeiten. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Ja, zum 01.01., also zum heutigen Tage, ist das Bürgergeld jetzt um 12% angestiegen und der Mindestlohn vergleichsweise dazu nur relativ gering von 12 Euro auf 12,42 Euro. Das IFO-Institut hat in einer Studie, die letzte Woche erschienen ist, hier sich einmal damit auseinandergesetzt, mit den unterschiedlichen Lebensmodellen hier von Arbeitnehmern. Und das Handelsblatt titelt eigentlich ganz klar hier, wie der deutsche Sozialstaat Leistung bestraft. Also nicht nur der Sozialstaat als solcher, sondern auch Arbeitnehmer werden ja immer häufiger hier benachteiligt durch im Großen und Ganzen finanzielle Belastungen und vor allem auch Bürden, die auferlegt werden, wo man ganz klar sagen muss, naja, da sollte man vielleicht doch nochmal an seinem Prinzip arbeiten und weggehen von einem Politikergedanken, dass man sagt, Leistung muss auch gefordert werden. Und hier ist es zum Beispiel so, dass man hier mehrere Modelle jetzt durchgerechnet hat. Einmal zum Beispiel einen Single, hier der zum Mindestlohn arbeitet. In 2024 wären das ja nach aktueller Berechnung hier 2161,09 Euro, die hier mit anstehen würden bei einer Vollzeittätigkeit. Und hier ist es relativ spannend, denn ein arbeitsloser Single als Bürgergeldempfänger würde hier mit den Mietkosten entsprechend 650 Euro und Erstattung der Heizkosten 80 Euro, hätte er im Monat aktuell, wie gesagt, hier zusätzlich noch die 563 Euro jetzt zur Verfügung. Ein Vollzeit-Single dagegen hätte nur mit 2000 Euro brutto hier 911 Euro zur Verfügung. Damit ist jetzt nicht der Porsche gemeint, nein, das wäre Kapital zur freien Verfügung. Aber hier muss man auch ganz klar natürlich sagen, dass dieser Unterschied hier 348 Euro nicht ganz vollständig ist. Denn es kommt nämlich auch noch darauf an, wie die weitere Situation ist. Und hier hat nämlich das Handelsblatt auch mal nachgerechnet, wie sich das Ganze entwickelt, wenn jetzt zum Beispiel hier ein Minijob angenommen wird. Und diese Aufstellung ist relativ spannend, denn hier ist es so, der Lohnabstand zum Vollzeitjob, also hier Arbeitsloser, einmal hier Bruttoeinkommen 0, verfügbares Einkommen netto nach Abzug von Miete und allem 563 Euro. Mit Minijob, hier hätte derjenige 500 Euro, 743 Euro. Mit Minijob dann 891 Euro und mit Vollzeitjob hier 911 Euro. Und das Lohnabstandsgebot, was ja immer hier hochgelobt wird von vielen in den Kommentaren, beträgt am Ende sogar hier natürlich bloß noch 20 Euro mit einem Minijob, was ja übrigens auch durch die Ampel verschärft worden ist. Und das ist einer der Gründe, warum ich ganz klar auch sage, man muss hier ansetzen und einfach das Bürgergeld dementsprechend eigentlich noch weiter eigentlich reduzieren. Denn es ist natürlich hier wirklich die Liquiditätsfrage und ganz klar ist einfach so, dass man sagt, naja, jeder muss in Deutschland arbeiten. Denn in dem Zusammenhang ist es nicht nur so, dass ein Sozialstaat darauf aufbaut, dass jeder aufgefangen wird, sondern es soll ja auch immer noch der Leistungsgedanke dahinter stehen, dass jeder sich auch so weit beteiligt, wie es ihm möglich ist. Und wenn jemand kerngesund ist und voll arbeitsfähig ist, dann hat der einfach nichts im Bürgergeld zu suchen. Und da geht es dann auch weiter, zum Beispiel hier für Alleinerziehende wurde das auch berechnet. In dem Zusammenhang ist es nämlich so, dass eine arbeitslose Alleinerziehende mit zwei Kindern mit dem Alter 5 und 9 mit Wohngeld und Heizkosten hätte hier 1055 Euro mit dem Bürgergeld und dann 1553 Euro mit allem zusammen. Mit einem Vollzeitjob zum Mindestlohn wären es hier brutto maximal 2349 Euro, also bloß noch 796 Euro mehr. Würde man natürlich hier entsprechend noch alle anderen Themen betragen, beziehungsweise die Minijobberin einen Nebenjob anfangen,
dann hätte sie natürlich am Ende bloß noch 538 Euro als Differenz hier mit dem Blick. Bei einem verheirateten Ehepaar ist es zudem hier natürlich auch so, dass zumindest auch bei einer bestimmten Einkommensstruktur, also wenn man sagt zweimal Mindestlohn, 4.000 Euro, das wären im Grunde Mietheizkosten, wenn man die Zuschüsse nimmt, wären netto 2.668 Euro. Das Paar hat somit 887 Euro mehr zur Verfügung als der Bürgergeldhaushalt. Jetzt werden viele sagen, ja Roland, aber da ist doch dein Lohnabstandsgebot und Ricarda Lang hatte ja auch recht mit ihrer Aussage. Nein, hatte sie in dem Fall nicht, denn Fakt ist am Ende auch, die Person, die am Ende jetzt hier natürlich, sag ich mal, 40 Stunden in der Woche arbeiten geht, die hat 40 Stunden in der Woche nicht Zeit für ihre Familie. Und um es nochmal ganz deutlich zu machen, man könnte eigentlich auch ansetzen, mit zwei Punkten zum Beispiel hier, den Mindestlohn komplett steuerfrei zu stellen und sozialversicherungsfrei. Denn hier ist zum Beispiel die Frage, naja, Steuern, 140 Euro mehr in der Tasche pro Monat, Rentenversicherung, Sozialabgaben und so weiter. Wir reden hier, wie gesagt, hier über etwas 400 Euro, was dann ein Familienhaushalt oder natürlich eine Person, die zum Mindestlohn arbeitet, mehr zur Verfügung hat. Deswegen die Forderung ist eigentlich ganz klar. Mindestlohn, also bis 3.000 Euro pro Monat, sollte steuer- und abgabenfrei sein. Dann hätte man hier sofort das Problem gelöst. Man könnte auch an der Stelle den Mindestlohn eigentlich sogar wieder abschaffen. Und zwar könnte man den Mindestlohn deswegen wieder abschaffen, weil plötzlich mehr zur Verfügung stehen würde. Es würde zum Beispiel keinen Unterschied mehr machen, wenn du 25% sowieso vom Mindestlohn wieder an das Finanzamt oder die Sozialversicherungsträger abdrückst, dann könnte man den Mindestlohn wieder reduzieren. Denn plötzlich auch ein weiterer Punkt ist auch, es kommen ja auf diese Mindestlohnthematik noch die Arbeitgeberanteile obendrauf. Das heißt, das sind auch nochmal knapp 20% on top. Und eine Statistik, die in den letzten Wochen bzw. in den letzten Tagen auch schon viral gegangen ist, ist ja durchaus diese Thematik hier. Fehlanreize des Sozialstaates. Doppelverdiener mit zwei Kindern, 5 und 9, 1.995 Euro, 140 Euro Heizkosten, Einkommensverteilung 50-50, hier im Großen und Ganzen verfügbares Einkommen, Bruttoeinkommen und das wächst plötzlich hier nicht mehr weiter, weil nämlich steigendes Einkommen wird durch das Abschmelzen hier staatlicher Leistungen natürlich wie Bürgergeld, Wohngeld und Ähnliches natürlich weiter belastet. Das ist auch ein Thema, wo man wieder an dem Punkt wäre. Man könnte sich auch viele Mitarbeiter in den Sozialämtern und sonstigen sparen, wenn man an der Stelle hier auch, sag ich mal, die Brutto-Netto-Thematik einfach löst. Denn es gibt ja auch weitere Kritikpunkte hier nochmal als Überblick mit den entsprechenden Lohnabstandsgeboten, was hier immer hier lächerlicherweise in den Raum geführt wird. Hier Single, 348 Euro mit Blick auf die entsprechenden verfügbaren Einkommen, dass das auch mal hier gesehen wurde. Also wie gesagt, aber diese Personen hier, die hier alle arbeiten im Vollzeitjob, die gehen hier wirklich an der Stelle 40 Stunden die Woche arbeiten. Also nichts irgendwie mit um Familie kümmern oder Sonstiges. Das sollte auch bedacht werden. Und jetzt ist es natürlich auch so, dass die Bundesregierung ja trotzdem hier trotz sinkenden Inflationsraten das Ganze hier angepasst hat. Und aktuell ist es hier nur ein Herumdoktern an den Symptomen, denn das Bürgergeld war ja auch ein Traum hier natürlich der SPD. Und man gesagt hat, das muss man so umsetzen. Es wäre hier, wie gesagt, eine Reform schon längst überfällig und auch notwendig. Es soll, wie gesagt, hier auch ja laut Koalition der Plan sein, dass hier die Abstimmung, wie gesagt, genauer funktioniert zwischen den unterschiedlichen Ämtern und in dem Zusammenhang vor allem auch die Wohngeldreform soll auch noch ausstehen. Spannenderweise wird ja gerade hier die Diskussion laut bezüglich der Pläne von Hubertus Heil mit Blick auf den Bürgergeldhammer. Denn da gab es ja letzte Woche noch den Entwurf, der rumging und es sollte hier jetzt, wie gesagt, an der Stelle ja eigentlich eine Sperre von bis zu 2 Monaten von 100% eingeführt werden, aber auch natürlich die Jusos verbocken es auch an der Stelle mal wieder hier, dass zum Beispiel hier eine Ex-Juso-Chefin hier sagt, kalt erwischt wurde die sehr linke Abgeordnete Annika Klose, also wenn man schon links hört, dann weiß man schon, was hier dran ist. Vollsanktionen sind keine Position der SPD und auch nicht von mir. Unser Sozialstaatsbeschluss ist ganz klar maximal 30%.
Jetzt ist es aber spannend, weil man merkt schon, Ex-Juso-Chefin, wenn man weiß, was aus der Juso rauskommt und vor allem auch natürlich, wie Kevin Kühnert auch dort Politik gemacht hat. Die, sage ich mal, Positionen der Jusos sind ja immer sehr, sehr links, sehr realitätsfern und vor allem auch nicht von fachlichen Beiträgen geprägt, sondern es sind hier auch Forderungen dabei wie Grundrente, dass man nicht Grundrente, Grunderbe an der Stelle, 60.000 Euro zum 18. Geburtstag, also irgendwie, dass man auf sich aufmerksam macht. Und auch weitere Politiker aus der SPD sind hier dagegen, wobei man aber ganz klar sagen muss, die SPD oder auch, sage ich mal, einige der Personen, die jetzt, sage ich mal, gerade immer einen weiteren Ausbau des Sozialstaats fordern, wissen die eigentlich bis heute nicht, wo das Geld herkommt? Dass das nicht im Großen und Ganzen hier das Perpetuum mobile der Steuerzahler ist, dass man Geld so oft im Beamten, im Sozialstaat und sonstiges umschlagen kann, ohne dass es eine stabile und natürlich nachhaltige Wirtschaft gibt und dass vor allem auch hier Steuern und Abgaben daraus gezahlt werden. Weil man sieht ja zum Beispiel, eigentlich sollte das jeder wissen, wozu ein solches System führen kann, wenn es kippt. Die Rentenversicherung ist das beste System, woran jeder, auch der dümmste Mensch, erkennen sollte, dass es nicht funktioniert, so ein Umlaufverfahren auf Dauer. Weil an der Stelle, je mehr Personen aus einem System herausnehmen, und natürlich die deutsche Rentenversicherung wurde auch in den vergangenen Jahrzehnten enorm geplündert von allen Parteien, es ist trotzdem so, dass diese Systeme nicht funktionieren, wenn man immer mehr ausgibt, mehr verteilt, mehr natürlich Steuern auch den Leistungsträgern aufbürdet. Und Leistungsträger sind an der Stelle auch die Personen, die Vollzeit arbeiten gehen und dann, sage ich mal, teilweise vielleicht genauso viele in der Tasche haben wie ein Bürgergeldempfänger. Das sind die wichtigen Personen und deswegen eigentlich ganz klar hier Bürgergeld reduzieren und natürlich auch an der Stelle keine weiteren Forderungen hier wie Paritätischer Wohlfahrtsverband mit Übernahme von Großelektrogeräten, dass das auch jeder Steuerzahler zahlen muss. Nein, das ist hier nicht das Thema und das ist auch keine sinnvolle Lösung. Plus zusätzlich an der Stelle hier auch der Thematikbereich, wo man sagt, ja, immer das Grundgesetz hiermit anzuführen, ganz klar, das Grundgesetz ist eine wichtige Institution in Deutschland. Aber die Frage ist auch an der Stelle, wie lange muss sich das Grundgesetz natürlich hier auch oder auch die Verfassung hier lange beugen, bis man endlich sagt, okay, der Leistungsgedanke oder der Leistungsanreiz ist das, was eine Sozialstaat und auch eine Gemeinschaft, wie sie in der Bundesrepublik Deutschland besteht, weiter voranbringt.